Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Dragon Age Inquisition. Wir zocken das Ganze jetzt mal an. Das heißt, wir gucken mal, wie lange das geht. Auf jeden Fall legen wir gleich mal los. Wenn ihr Bock habt auf das Let's Play, lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich schau mal, wie lange das so geht. Aber seht es jetzt erstmal als angezockt an. Nicht, dass sich dann wieder am Ende wieder Leute aufregen oder so. Und ich würde sagen, wir legen aber einfach mal los und schauen mal rein ins Spiel. Okay, so. Als erstes müssen wir natürlich eine Klasse anlegen. Wir haben die Kunari sind wieder am Start. Die Kunari sind ein Volk gehörender Riesen, die einer strengen religiösen Lehre folgen, die als das Kun bekannt ist. Diejenigen, die sich von dessen Grundsätzen abgewandt haben, werden als Tal Vashod bezeichnet und verdingen sich häufig als Söldner. Kunari-Charaktere erhalten 10% Resistenz gegen körperlichen Schaden. Okay. Dann haben wir die Zwergen. Zwerge sind klein, stämmig und die meisten verbringen ihr gesamtes Leben unter der Erde. Diejenigen, die im Exil an der Oberfläche leben, sind für gewöhnlich Händler oder Schmuggler. Da Zwerge keine Verbindung zum Nichts besitzen, können sie keine Magier sein, erhalten aber einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Magie. Dann haben wir die Elfen. Die an ihrem schlanken Körperbau und spitzen Ohren erkennbaren Elfen sind ein Volk, das auf eine lange Geschichte der Unterdrückung zurückblickt. Während sich die meisten in den ärmsten Vierteln menschlicher Städte durchschlagen, leben die Dalish als Nomaden. Elfen erhalten einen Bonus von 25% auf Verteidigung gegen Fernangriffe. Und dann haben wir die ganz normalen Menschen. Die Menschen sind das zahlenmäßig größte und mächtigste Volk von Tedas oder in Tedas. Sie sind außerdem mehr als alle anderen politisch gespalten und scheinen geradezu nach Streitigkeiten zu dürsten. Menschliche Charaktere erhalten zu Beginn des Spiels einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt. Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir normalen Menschen oder ist es ein bisschen. Ich glaube, ich würde sogar einen Kunari nehmen. Ja. Ich glaube, ich würde so gerne einen Kunari nehmen, männlich. Und was haben wir hier? Klasse. Schurke, zwei Waffen. Schurken sind Kämpfer, die sich mehr auf Schnelligkeit und Beweglichkeit verlassen als auf schwere Rüstungen. Sie nutzen ihre Fähigkeiten in vorteilhafter Position auf dem Schlachtfeld, um gewaltigen Schaden zu verursachen. Dabei können sie entweder mit ihrem Dolchen in den Nahkampf gehen oder mit Pfeilen aus der Distanz angreifen. Bogenschütze, also der kommt schon mal für mich nicht in Frage, Bogenschütze. Das könnt ihr euch auch gerne mal selbst durchlesen. Zweihandwaffe, das ist schon eher interessant. Krieger sind Frontkämpfer in schwerer Rüstung, die enormen Schaden verkraften können. Sie sind fähig, Zweihandwaffen wie Streithämmer und Großschwerter zu führen, können aber auch eine kleinere Waffe gemeinsam mit einem Schild verwenden, um ihre Verteidigung zu stärken. Dann haben wir Waffe und Schild. Krieger sind Frontkämpfer, bla 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 bla. Okay, im Prinzip ist das fast das gleiche, kann das sein? Kann das sein? Ja. Magier kanalisieren magische Energie in Zauber, die einer Vielzahl von Zwecken dienen können. Sie können Gegner schwächen, Verbündete beschützen oder verheerenden Elementarkräfte entfesseln. Jede, die über die Macht der Magie gebieten, werden wegen ihrer Fähigkeiten gefürchtet und ihre Rebellion gegen die Kontrolle der Kirche hat das Land ins Chaos gestürzt. Aber ich glaube, ich nehme den Berserker-mäßigen Krieger. Normal. Passt. Ja. Alles klar. Weltlage-Import. Der Import einer Weltlage. Achso, okay. Ja. Ich würde sagen, los geht's. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich unseren Charakter noch zusammenbauen. Gleich. Vom Aussehen her und so. Okay. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Okay, die Stimme ist schon mal ganz cool. So, was nehmen wir denn?
glaube, ich nehme den hier, oder? Ich nehme den hier. Ich glaube, ich nehme... Oder? Ja, ich nehme den hier. So, was haben wir denn hier? Allgemein. Ach, du Kacke. Ich gehe mal ganz kurz das durch, was es hier alles so gibt. Und dann werde ich definitiv das mal kurz für mich alleine basteln, weil das geht viel zu lange denn. Ich will ja einen anständigen Charakter haben. Kopf und Ohren. Also ihr seht schon, man kann wirklich alles verändern. Halt BioWare-typisch. Das hatten sie eigentlich immer ganz gut. Hier. Sehr schönes Ding. Die Nase können wir natürlich auch noch komplett im Einzelnen bearbeiten. Mund und Kiefer. Kinngröße, Kinnform, Doppelkinn, Adamsapfel. Also es gibt alles. Narben. Kann man auch nochmal einstellen. Und das Make-up. Aber das Make-up brauchen wir als Kerl nicht. So, wie gesagt, ich bastel mir den ganz kurz zusammen, dann werden wir gleich gemeinsam das Ergebnis begutachten. Also gibt einen ganz kurzen Cut. Okay, Leute, so. Ich habe ihn jetzt so ein bisschen zusammengebastelt. Ich habe wirklich nicht so viel verändert. Aber ich habe mir neue schicke Hörner gegönnt. Und einen kleinen 3-Tage-Bart. So geht es in Ordnung. Ich würde sagen, wir nennen den... Wir nennen ihn natürlich... Sorbus, ist ja ganz klar. Das bin ich übrigens, falls ihr es nicht wusstet. So, passt. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Okay. Ja, wir sagen einfach nichts. Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt!
Wir brauchen ihn, Cassandra. Bei einigen Dialogen, was auf bestimmte. Okay. Ich kann es einfach nicht glauben. All diese Leute sind tot. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe also im Grunde überhaupt keine Wahl. Keiner von uns hat eine Wahl. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Okay. Na gut. Ich lauf vor. Alles klar. Öffnet das Tor. Wir gehen ins Tal. Boah, ich bin immer schon so eine ziemlich miese Kante, oder? Also ich will auf jeden Fall den, habe ich ja gesagt, so den Brecher spielen, ne? Der vorne reingeht, alles so klump schlägt. Das ist mein Ziel. Und ja, ich habe schon auf jeden Fall Bock aufs Spiel. Der zweite Teil wurde ja zerrissen von vielen Leuten, einfach wegen dem Dungeon-System auch. Wow, shit. Aber auch im zweiten fand ich die Story zumindest interessant und die Charaktere. Teils. Die Abstände werden kürzer. Je größer die Bresche wird, desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag.
shit. Na gut, Leute, der erste Kampf steht an. Das machen wir allerdings dann beim nächsten Mal. Das war's für dieses Mal. Und wie gesagt, wir zocken das erste Mal an. Ich betone es wirklich für die Leute, falls ich das dann nach 1, 2, 3 Stunden nicht mehr weiterführen werde. Wir schauen aber allerdings erstmal. Und ja, lasst gerne mal euren Feedback, euren Ersteindruck in die Kommentare da. Lasst auch gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt, ihr unterstützen wollt und so weiter. Und ja, dann hört man sich beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.